Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play A New Beginning. Beim letzten Mal habe ich festgestellt, es war doch ein bisschen laut. Deswegen werde ich gleich mal Momento die Musik ein wenig leiser stellen. So, weiter spielen. Ja, wir waren beim letzten Mal hier stehen geblieben und wollten uns jetzt hier einfach mal die Küche angucken, schließen dazu natürlich erstmal die Tür. Wir wollten uns im Haus ein wenig umschauen. Hier ist schon mal nichts. Ja. Hier ist die ganze Menge nichts. Ja, hier ist auch nichts. Okay, gut. Mal schauen, was es hier so gibt der Station. Kochmikrowelle. Mikrowelle. Was ist das? Noch nie eine Mikrowelle gesehen? Mikrowelle? Das Ding sendet Wellen? Yep. Kann man damit auch funken? Also eine Antenne würde ich da nicht reinstecken. Am Ende fliegt mir noch der ganze Laden um die Ohren. Und das wäre nicht sehr appetitlich. Das glaube ich gern. Du bist auch nicht besonders appetitlich und ich weiß das, denn ich bin Koch. Ich bin Koch. Unsere Köche tragen Handschuhe und Mundschutz, damit bei der Produktion keine Bakterien in die Nährstoffpakete geraten. Da hast du allerdings recht. Was gibt's? Was kann man hier essen? Was ist? Nichts. Wir haben Apfelstrudel und Rackfisk. Ich hätte gerne den Apfelstrudel. Kommt sofort. Bon Appetit. Wenn er noch zu kalt ist, schmeiß ihn in die Mikrowelle. Danke. Ich guck mal. Okay. Ich hätte gerne dieses Rackfisk. Gute Wahl. Ist ganz frisch zubereitet. Da. Okay. Der Strudel ist kalt. Kein Problem. Gib sie her. Da 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 da. Da 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 da. Da. Ein Vogel, es geht gar nicht her. Da. Der Strudel ist immer noch kalt. Her damit. Ich glaube, ich ärgere den gerade. Da 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 da. Der Strudel ist immer noch kalt. Kein Problem, gib sie her. Okay, das wird es ewig so weitergehen, schade. Da da da. Okay, gut. Bis dann. Ja. Trau. Was für ein Vogel. Ich kann hier wirklich nichts anklicken sonst. Hier geht's doch nicht weiter. Doch, hier geht's nicht mehr. Aber nichts, was mich irgendwie interessieren würde. Okay, dann gehen wir mal einfach weiter. Wir haben nur noch die beiden Dinge im Inventar. So, verlassen wir den Raum. So. Ach stimmt, wir waren ja hier. Feuerlöscher kann man nicht anfassen, die kann man nicht anfassen. Gehen wir mal hier rein. Öffnen. Zu, aber ich will da auch gar nicht wieder rein. Ach stimmt, da kam's ja her. Na, nach oben gehen. Was haben wir denn hier? Kiste. Kabel. Ein 5 Meter langes Antennenkabel. Das braucht... Dieses Kabel könnte nützen. Das braucht jeder, nimmt's auch gleich so mit. Okay, passt mir. Antenne. Die hat sicher guten Empfang. Ja, hat sie. So, öffnen. Was haben wir hier noch? Hallo? Hey, Lou. Bleib mal eben in der Leitung, ja? Oh, hallihallo. Was kann ich für Sie tun? Du bist Funker? Richtig. Sag mal, du bist doch mit Ben Svensson hergekommen, nicht? Ja, wieso? Seid ihr verwandt oder so? Ist er dein Onkel? Wieso willst du das wissen? Ach, nur so. Ich glaube, ich muss los. Ich muss los. Bis dann. Macht leicht Angst, der Typ, aber okay. Ist ja schon. Geländer unten. Eine Metallrampe. Genau wie vor unserem Speisesaal zu Hause. Ob das jetzt positiv ist, Geländer oben. Eine Metallrampe. Genau wie vor unserem Speisesaal zu Hause. Wow. Oggi, hallo. Oggi liest ein Buch mit kleinen Bildchen drin.
Könnte ein Futter sein. Oggi. Ah, warte einen Moment. Delvin, hier ist Faye. Kannst du mich hören? Delvin, was war das mit dem Anschlag? Anschlag? Oggi, was hast du mit der Antenne gemacht? Ich habe sie aufgebaut. Genau wie du mir es erklärt hast. Warum funktioniert sie da nicht mehr? Vielleicht ist sie zu schwach. Oder jemand funkt uns dazwischen. Es ist aber garantiert nicht meine Schuld, ehrlich. Andere Signale? Irgendwelche Wellen? Aber was für Wellen? Andere Funkwellen vielleicht. Spacewellen, Gehirnvibrations? Gehirn was? Telepathie. Habt ihr in der Zukunft nicht? Nein? Was weiß ich, welche Wellen da alle in Frage kommen. Okay. Wie war das mit den Störwellen? Such nach Geräten, die Wellen aussenden und schalt sie aus. Wie verstärke ich die Sendeleistung? Das ist leicht. Du suchst dir eine fettere Antenne und zapfst sie an. Ich habe sogar ein Kabel zum Anschließen. Willst du es haben? Oh ja, bitte. Erwarte aber nichts Großes. Es ist nur sehr kurz und manchmal sitzt es sehr locker und ich leg's dir einfach dahin, okay? Dankeschön. Yeah. Dann nehmen wir mal. Können wir nehmen. Wie verstärke ich die... Was machst du da? Ich lese Gamma Ray vs. Nuke Boy. Das große Finale. Willst du mitlesen? Da sind ja nur Bilder drin. Aber genau das ist doch der Clou an der Sache. Text und Bild in einer perfekten Symbiose. Das bringt die Gehirnhälften so richtig zum Kochen, sag ich dir. Nennt sich Comic. Wir haben auch Comics zu Hause. Damit bringen wir den Kindern bei, wie sie im Falle einer Reaktorexplosion überleben können. Sie entwickeln Superkräfte und verprügeln fiese Schurken? Nicht ganz. Schade. Okay. Hast du Bent gesehen? Ist er nicht auf der Präsentation? Mit dir? Einer eurer Medizinmänner hat mich aufgehalten und jetzt lassen sie mich nicht mehr rein. Ich hoffe, alles läuft gut. Ach, Doc Svensson schafft das schon. Wahrscheinlich feiern sie ihn gerade übelst ab und wir werfen ihn mit Konfetti. Ja. Wahrscheinlich. Oh je. Du hast die Zeitfunkantenne ganz alleine aufgebaut? Ja, kein Ding. War ja schon lange scharf drauf, die Gute in Aktion zu sehen. Ich hoffe, ich habe keinen Fehler gemacht. Alles ging hyperfix, bis ich zu den Würfeln kam. Boah, ey, wer denkt sich denn sowas aus? Stimmt. Die Würfel sind furchtbar. Danke für deine Hilfe. Ja, kein Problem. Okay, gut. Bis später. Jojo. Jojo, der Typ fetzt irgendwie. Ansehen. Was muss ich mit dem Kabel nochmal machen? Du brauchst einen zweiten Empfänger. Den verbindest du mit deiner Antenne. Und wenn auch... Nee. Ja, okay, gut. Kabel verbinden, so... Kabel an Antenne anschließen. Das Kabel ist viel zu kurz, um beide Antennen miteinander... Ich glaube, habe eine bessere Idee. Wir werden das übers Geländer verbinden. Klingt, sieht zumindest ziemlich gut, weil wir ein zweites haben. Jo, war klar. Okay, dann haben wir jetzt nämlich das Kabel hier in das Geländer. Es hat mich nämlich gewundert, dass es ein oberes und unteres Geländer gibt. Muss jetzt irgendwas gut sein. Kabel verbinden. Klack. Ich darf doch mal. So. Benutze das Headphone-Gerät mit Antenne. Hallo? Immer noch kein Empfang. Okay, wir müssen also auch noch das Sendesignal stören von der Mikrowelle. Dazu sind wir jetzt hier. Alles klar, wir müssen aber wieder hier rein. Wir müssen die Mikrowelle also kaputt machen, das ist aber auch kein Problem. Also stellen wir zumindest logisch vor. Ja. Ich finde beide Gerichte schon eklig genug. Ich muss sie nicht auch noch vermischen. Okay. Okay, brauchen wir bestimmt irgendwas Metallernes oder so, weil Metall macht ja bekanntlich Mikrowellen kaputt. Oder Gold oder... Ja, ist ja Metall, ne? Okay, hier ist Arzt. Reden mit Arzt. Ich dachte, ich hätte Sie auf Ihre Kabine geschickt. Sie sollten sich doch hinlegen. Ich weiß. Aber warum? Warum? Sie haben während der Untersuchung Blut gespuckt. Darum. Sie sind krank und Sie brauchen ganz dringend Ruhe. Ich bin nicht krank. Ich bin kerngesund. Sind Sie nicht. Sie haben Blut gespuckt. Das ist kein gutes Zeichen. Irgendetwas stimmt mit Ihren inneren Organen nicht. Bevor sich mein Verdacht bestätigt, verordne ich dringend Bettruhe. Oder wir gehen davon aus, dass ich gesund bin. Sehe ich denn krank aus? Nein, aber Sie sind es. Müssen Sie denn erst zusammenbrechen, bevor Sie auf mich hören? Zusammenbrechen? Ohne Behandlung.
könnten sie sogar sterben. Was? Wann? Ich weiß es nicht. Noch machen sie mir einen fitten Eindruck, aber wie gesagt, das kann täuschen. Dann muss es noch eine Weile gehen. Ach ja, wenn die Zeit drängt. Wenn ich wirklich krank wäre, was könnte ich dagegen tun? Hier? Nichts. Sie müssen in ein Krankenhaus und sich vollständig untersuchen lassen. Dafür habe ich aber keine Zeit. Sie werden keine Zeit mehr haben, wenn Sie sich nicht sofort darum kümmern. Weißt du, wie du gerade klingst? Nein. Wie klinge ich? Ihr müsst euch sofort darum kümmern, sonst habt ihr keine Zukunft mehr. Du klingst wie ich. Dann tun Sie sich einen Gefallen und hören Sie zur Abwechslung mal auf sich. Ich fürchte, das kann ich nicht. Dann kann ich Ihnen auch nicht mehr helfen. Ach ja. Ich habe etwas Dringendes zu erledigen. Darf ich vorbei? Tut mir leid, aber das kann ich nicht verantworten. Sie sind krank. Sie brauchen Ruhe. Das ist doch ganz allein meine Sache, wo ich hingehe. Nicht solange ich Ihr behandelnder Arzt bin. No. Was ist denn auf der anderen Seite der Brücke? Der Rest der Bohrinsel. Der Arbeiterbereich und die Forschungsstation. Orte, an denen kranke Menschen nichts zu suchen haben. Dann gehe ich eben wieder. Ich denke nur an Ihre Gesundheit. Er hat ja ganz recht und er hat recht, aber ja, manchmal hört man einfach nicht zu. Okay. Ah, entschuldigen Sie, aber Sie dürfen da nicht rein. Warum nicht? Die Präsentation ist nur für Investoren und Bohrinselpersonal. Warum gehen Sie nicht in die Kantine? Was essen? Ich sage Dr. Svensson dann, dass Sie dort sind. Ich sehe mich lieber noch etwas um. Danke. Wie Sie wollen. Okay, wenn ich das mache. Es tut mir. Okay, alles klar. Dann gehen wir mal noch hier rein, mal gucken, was hier ist. Tür öffnen! Woo! Ja, also, wir sind anscheinend immer noch krank. Die ist zu. Ich hab mir schon gedacht, dass das nicht so einfach geht. Was ist immer jetzt wieder hier, gell? Sinnlos, gehen wir mal nach hier unten nochmal. Die war auch zu, gell? Nein, geht nicht. Und auf dem kleinen Schild hier steht auch warum. Wegen Umbauarbeiten ist die 23 bis auf weiteres außer nicht schlimm. Okay. Was haben wir denn noch in unserer 24? Wir haben ja noch eine Kommode, die können wir doch mal ansehen. Was für ein schönes, wie es wohl... Ne, können wir also nicht. Wow. Was machen wir? Wollen wir irgendwas davon essen? Halbgarer Matsch. Wie kann man nur sowas mögen? Das nennt sich Rackfisk. Was auch immer das sein soll. Okay. Hier geht's auch nicht weiter, okay. Hoffentlich fällt es nicht zu, solange ich hier draußen bin. Irgendwie müssen wir irgendwas machen. Da hat man mal Sonnenlicht, naja. Ich weiß nur nicht was. Ach, jetzt kann ich hier reingehen. Lol, das muss man erst mal sehen. Wer hat das denn vergessen? Das muss man natürlich erst mal wissen. Man geht für die Nägel, Tusche für die Wimpern. Ein Stift für die Lippen. Wer braucht denn ein Mahlzeit für das Gesicht? Ah, diese Pfeile sieht nützlich aus. Und eine Duschkabine. Eine transparente Duschkabine. Da haben wir in unserem Bunker ja mehr Privatsphäre. Ja, das kann durchaus sein. Ach, guck mal hier. Die Pfeile passt genau in den Strudel. Flup, Pfeile weg. Ah, jetzt haben wir das Metall, was wir gesucht haben. Wunderschön. Na dann komm mal her, lieber Koch, hier. Herr Strudel, du, weißt du, der ist immer noch... Hör damit! Ja, der ist immer noch kalt. Da. Da, da. 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 Du solltest aufhören zu singen. Was verstehen Sie schon von Musik? Mikrowelle? Die sendet nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, ist das Problem gelöst. Ich glaube nicht, dass es an der Mikrowellenstrahlung lag, aber okay.